Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute besprechen wir den Unterschied zwischen einem Control Flow und einem Data Flow eines Integration Service Datenpakets. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Bevor auf den Unterschied genauer eingegangen werden kann, erkläre ich die grundsätzliche Architektur. Das Ziel des Integration Services Tool besteht ja darin, die Daten zu extrahieren, zu laden und in sinnvolle Inhalte umzuwandeln. Unter der Basisarchitektur von Integration Services stehen insgesamt fünf Komponenten zur Verfügung. Die erste Komponente ist der Data Flow, auch Datenfluss genannt. Dieser befasst sich im Wesentlichen mit der Quelle, dem Ziel und der Datentransformation. Dann gibt es noch den Control Flow, auch Kontrollfluss genannt. Dieser befasst sich hauptsächlich mit Containern und Aufgaben. Dann gibt es noch den Ereignishändler, ist für das Senden von Nachrichten und Ereignissen verantwortlich. Dann gibt es noch den Paketexplorer, welcher eine Ansicht aller Pakete bereitstellt. Zu guter Letzt gibt es noch die Parameter. Diese verwalten Interaktionen zwischen den Benutzern und dem Datenpaket. Um die Integration Services Architektur besser zu verstehen, ist es natürlich gut, einmal die Begriffe Datenfluss und Kontrollfluss gehört zu haben und auch zu sehen. Der Kontrollfluss ist für jene Aufgaben mit den kleinsten Arbeiten, die mit Priorität erledigt werden müssen. Wenn eine bestimmte Aufgabe nicht für benötigt abgeschlossen wird, kann nicht zur anderen Aufgabe gewechselt werden. Wie hier zu sehen, kann ein möglicher Kontrollfluss so aussehen aus einem Sequenzcontainer und vielen anderen kleinen Kontrollflüssen. Kommen wir nun zum Datenfluss. Für den Datenfluss sind Datenquelle, Ziel und die Datentransformation die Hauptkomponenten. Die Funktionsweise unterscheidet sich stark von einer Aufgabe. Wenn Daten in etwas Sinnvolles umgewandelt werden, geschieht dies auf der Grundlage der Logik, wie Komponenten miteinander verbunden sind. Sowohl der Kontrollfluss als auch der Datenfluss funktionieren sehr ähnlich. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen. Hier sind einige der Hauptziele des Kontrollflusses. Es hilft bei der Orchestrierung von Workflows. Es ist vorwiegend prozessorientiert. Es kann Aufgaben seriell oder parallel ausführen. Und zu guter Letzt, es hilft bei der synchronen Verarbeitung von Daten. Wie bereits erwähnt, sind Tasks im Kontrollfluss hauptsächlich so konzipiert, dass sie entweder seriell oder parallel ausgeführt werden. Außerdem ist es möglich, eine Aufgabe in mehrere Zweige aufzuteilen, die nacheinander parallel ausgeführt werden können. Hier können auch Prioritäten festgelegt werden, welche Aufgabe zuerst ausgeführt werden soll und welche auch nicht. Auf der anderen Seite kann der Datenfluss Aufgaben für die parallele Verarbeitung aufteilen, zusammenführen oder verzweigen. Aber er unterscheidet sich absolut von der Ablaufsteuerung in Integration Services. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen des Datenflusses in Integration Services. Und zwar, es ist eher informationsorientiert, nicht prozessorientiert. Ein zweiter Punkt ist, es kann Daten nach Logik gruppieren und in sinnvolle Inhalte umwandeln. Für eine effektive Verarbeitung können mehrere Datenstapel koordiniert werden. Und zu guter Letzt, die Daten werden aus der Quelle extrahiert und später in das Ziel geladen. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Hauptunterschied zwischen Kontrollfluss und Datenfluss darin besteht, dass der Kontrollfluss nur eine Aufgabe gleichzeitig linear ausführen kann,
Andererseits kann ein Dataflow mehrere Transformationen gleichzeitig durchführen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!